So, meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Ratchet und Clank 2. Ja, Leute, endlich geht's weiter. Wir werden in diesem Chapter, in diesem Part, ein bisschen Langeweile haben. Denn wir werden eigentlich lediglich damit verbringen, diese hübschen Kristalle, die da hinten sind, zu farmen und gegebenenfalls, falls es möglich ist, sogar alle auf einmal einzusammeln gleich. Weil diese schönen Kristalle wir auf jeden Fall brauchen. Erstmal müssen wir sowieso 10 Stück einsammeln. Und danach müssen wir, oder sollten wir zumindest Geld farmen damit. Weil wenn wir die einmal eingesammelt haben, 10 Stück, das Schiff repariert. Und dann sind ja optional noch 90, glaube ich, dabei. Ja, und die bringen dann halt Geld. Und Geld ist natürlich sehr wichtig, gerade weil wir jetzt auch coole neue Waffen haben, die wir uns doch kaufen müssen. Zum Beispiel hier die Lava-Pistole, den Rauschmeister für 100.000. Ja, und hier diese Synthenoids, was kleine Helferlein sind, die eigentlich auch ziemlich gut sind. Aber ich glaube, wir werden bis dahin erstmal versuchen, hier die Verfolgerpistole oder was auch immer das sein soll. Verfolgerwaffe. Verfolgerpistole. Aufzustufen. Man muss einmal kurz looten. So. Hat keiner gesehen, hat keiner gehört. Ja, und diese Kristalle werden natürlich leider Gottes auch sehr gut, wie soll ich sagen, verteidigt durch zum Beispiel solche Viecher. Aber leider nicht nur, sondern auch durch ziemlich heftige große Monster. Die jetzt irgendwie gar nicht dabei sind, komischerweise, bis jetzt. So, damit hätten wir schon 2. Ich glaube, das Gebiet... Ah, hier kommt er, glaube ich, raus jetzt gleich, ja. Ja. Ah, schon tot. Ja, und da gibt es immer dieses Problem mit der Munition, ne? Aber ich glaube, das Gebiet sollte sowieso nicht ganz so groß sein. Oh ne, warte mal, da ist ein großer wieder, da brauche ich Munition für erst. Und da das Gebiet nicht ganz so groß ist, sollte das auch einigermaßen gut möglich sein. Mir ist auch aufgefallen, das habe ich gar nicht mehr ganz so in Erinnerung, viele Sachen, die wir hier machen, die da holen sich auch. Das heißt, wir werden später nochmal einen Planeten bereisen, wo wir auch wieder Kristalle sammeln müssen. Und da gibt es dann auch, glaube ich, einen Zielpunkt auf beiden Planeten, wo wir maximale Kristalle sammeln müssen. Also wirklich alle Kristalle einsammeln müssen, die es gibt. Und dementsprechend sollten wir diese eigentlich auch machen, weil dann haben wir die sowieso schon mal weg. Weil wir wollen das Spiel ja sowieso zu 100% durchspielen, wenn es möglich ist. Ich kann auch schon mal sagen, auch wenn es jetzt random kommt, das Spiel wird auf jeden Fall länger dauern, komplett zu 100% zu machen, als noch der erste Teil. Weil erstmal müssen wir das Spiel, glaube ich, sogar zweimal durchspielen. Beziehungsweise einmal durchspielen und dann im nächsten Run. Im New Game Plus quasi. Da gibt es dann nochmal so extra Modifikationen, die man sich kaufen kann. Und die müssen wir auch nochmal kaufen. Damit wir wirklich das Spiel auch wirklich zu 100% durchkriegen. Es gibt, glaube ich, auch ein paar verpassbare Zielpunkte. Die kann man aber, glaube ich, auch zur Not im New Game Plus machen dann nachher. Aber das würde ich eigentlich ungern machen, weil... Warum? Warum? Ja, wie gesagt, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so unbedingt der spannendste Teil, aber... Ne? Verdammt. Ich habe auch ganz vergessen, dass die, Großen... auch noch Kristalle bei sich haben. So, 2 Stück noch. Dann hätten wir theoretisch schon die Möglichkeit, hier wieder wegzukommen.
Mein Gott, greif doch nicht die fucking Fliegen an. So. Ich muss sowieso nochmal zurück jetzt. Wegen Munition. Ich weiß gar nicht, gibt es in diesem Teil auch noch die Sturmstiefel? Gab es die hier? Ich weiß das schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Oder gab es die nur im dritten Teil? Ich meine, die gab es hier auch. Ich meine, die kriegt man sogar jetzt auf dem nächsten Planeten, theoretisch. In dem Bereich haben wir jetzt alles, so wie es aussieht. Ja. Also in dem Bereich haben wir jetzt erstmal alles. Können wir eigentlich erstmal zurückgehen, Munition nochmal kaufen, mal wieder. Eigentlich schon mal die restlichen Kristalle abgeben, die wir haben. Cutscene. Ja, die Kristalle sprechen mit vereinter Stimme zu mir. Das war echt beeindruckend. Bringt mir mehr Kristalle und ich gebe euch harte Bulls. Hä? Du kannst Unmengen von Bowls verdienen, wenn Alter. Du die Wüste erkundest und Kristalle findest. Pro Kristall nur 1000 Bowls, das ist irgendwie echt wenig. Gefühlt. Warte mal, wie viel Geld haben wir eigentlich jetzt mittlerweile? 23.000, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Geld, um die Lava-Pistole zu kaufen. Aber gut. So oder so müssen wir ja sowieso alle Kristalle einsammeln, deswegen können wir das eigentlich theoretisch auch jetzt machen. Das sind ja nur noch 88. Ja, da haben wir schon den ersten. Ja. Ach guck mal, da oben kommen wir nur hoch. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Slim Cognito Ding. Da kommen wir aber leider nur hoch, wenn wir die Dings haben. Die Magnetstiefel. Ey. Ja, wahrscheinlich, Digga. Wo ist der nächste? Der nächste. Naja, greif erstmal die Fliegen an. Die sind ja wichtiger.
Oh man. So, erstmal wieder Munition holen. Mal wieder. Ich glaube, wenn wir die Waffe aufgelevelt haben, können wir sowieso alle anderen nutzen. Weil ich glaube, dann haben wir ja sowieso keine Waffen mehr bis dato, die wir aufleveln könnten. Da ist ein Knopf. Achso. Verkäufer. Ah. Hier könnten wir uns jetzt theoretisch eine neue Modifikation holen. Ja, die haben wir noch nicht aufgelevelt. Das kommt noch. Schockmodifikation. Mich würde mal interessieren, was man da oben kaufen kann, wenn man die Dings hat. 7000 Bolts. Aber eigentlich ist es echt arm, man kriegt hier nur gefühlt 100.000 Bolts, wenn überhaupt. Wenn man wirklich alle Kristalle einsammelt, ey. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine im nächsten Level, wo man die einsammeln kann, gibt's so, glaube ich sogar noch ein bisschen mehr, weil die Gegner da auch um einiges härter sind. Also, möglich ist es, ich weiß es nicht. Oh, ist jetzt sogar ein bisschen stärker, das Ding. Jetzt braucht man nicht mehr zwei Schuss. Sondern nur noch einen. Oh, da sind sogar zwei Kristalle. Ja, alles klar, das war ja noch gar nichts. Da kommt ihr jetzt mal. Das ist der nächste. Meine Güte. Adam. AK-22, meine Güte. Oh, jetzt geht ab. Hä? Warum haben wir einen Sound, dass das Ding da ist? Kannst du da oben mal das Vieh angreifen, bitte? Danke. Ja, mach
wahrscheinlich. Oh, das ist ein See. Oh. Schon aus. Bitte einmal angreifen, danke. Mein Gott, verpisst euch jetzt. Schuss haben wir damit noch heftig. Hey, was macht der denn? Der schießt da einfach durch. Und hier fängt er an zu schwimmen, obwohl er hier laufen kann. Was ist das? Lauf doch gleich ein. Lost, ey. Alter, Kamera. Boah, diese Fliegen sind so AIDS, ne? Genau wie im Real Life. Ich brauche echt Munition, ey. Alter, yo, Slow Motion. Hier kommen jetzt keine Gegner. Cool.
Alter, wo kommt der denn her? Gut, ganz so klein ist das Gebiet nicht, ne? Aber wir gehen jetzt erstmal zurück, würde ich sagen, und holen uns Munition, ey. Sonst bringt das ja gar nichts. Lava-Pistole. Auf geht's. Die fand ich auch ganz cool damals immer. Ist zwar gegen die großen Gegner nicht ganz so gut, aber gegen die kleinen nervigen Viecher. Die levelt gefühlt auch fast gar nicht, glaube ich. Doch echt schnell leer, Mann. Mann. Mal, Hälfte haben wir schon. Aber ich glaube, den letzten zu finden wird echt schwer. Meine Güte, Junge, das ist so nervig, diese Viecher.
Oh, guck mal. Unser Nanotech ist jetzt mega klein. Mega süß. Weil wir schon so viel Nanotech haben. So, würdest du bitte aufhören, diese scheiß kleinen Insekten hier zu bekämpfen? Danke. Warum schwimmt der denn hier, als ob das so ein tiefes Gewässer ist? Da sind sogar noch zwei hinten. Alter, da ist... Hier geht die Party ab jetzt. Stück schon. Jetzt sind auf jeden Fall nicht mehr so viele. Meine Güte. Ich will da hoch, bitte. Danke. Erstmal zurück. Das war knapp. Geld. 21 Kristalle noch. Oh, wir können uns schon den Synthenoid holen. Oder wir sparen auf den Rauschmeißer. Ich glaube, wir werden auf den Rauschmeißer erstmal sparen. Weil der ist echt heftig. Ach ja, jetzt habe ich ja gar nicht. Schnellauswahl. Werden wir erstmal die Waffe auswechseln und... Den Lancer, den benutzen wir eigentlich sowieso nie, weil der auch sehr schwach ist. Werden wir hier gleich nochmal auswechseln. Ups. So, 21 haben wir noch. Oh, halbe Stunde schon rum wieder. Können wir das noch hinkriegen? Ich glaube nicht. Aber wir können ja mal ein Longplay machen, einen langen Part. Ich weiß, Longplay ist eigentlich was anderes, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, den letzten, den werden wir sowieso wahrscheinlich eher weniger finden. Dann werden wir wahrscheinlich, also was heißt nicht finden, aber es wird wahrscheinlich sehr, sehr Krebs, den zu finden. Da werden wir wahrscheinlich warten, bis wir, ja, habe ich gar keine Munition dafür gekauft. Die Lava-Pistole. Oh, Kristalle, wo seid ihr? Ich brauch euch. Munition.
Ich weiß nicht, aber habt ihr auch manchmal so irgendwelche Spiele, die euch richtig an Grundschulalter und so erinnern? Also Ratchet & Clank ist, glaube ich, so das Spiel, was mich wirklich so an Grundschulzeit noch erinnert damals. Auch so von der Atmosphäre her irgendwie, ich weiß nicht. Gerade so Teil 3 und 2. Das ist richtig Ristis. Richtig nostalgisch. Wo sind denn die Kristalle alle? Als ob wir schon alle hier eingesammelt haben. Oder? Ich denke mal, rechts sind bestimmt auch noch sehr viele irgendwo auf der Map. Oha. So, da sind noch zwei Stück. Drei sogar. Auf sie. Oh, ein Platin-Bolt. Platin. Ja. Den brauche ich. Meine Güte, wie viele Gegner hier einfach hocken. Ich weiß gar nicht, ist es in diesem Teil auch schon so, dass man im New Game Plus die Bolts, die man erhält, verdoppeln kann? Also ich glaube, im dritten Teil ist es so gewesen, dass je mehr Gegner man getötet hat, desto einen größeren Multiplikator bekommt man an Bolts. War das hier auch schon so? Weiß jetzt schon gar nicht mehr. Also ich muss noch ehrlich dazu sagen, so Teil 2 habe ich ehrlich gesagt am wenigsten gespielt von allen Teilen. Gefühlt. Weiß ich auch nicht, warum ehrlich gesagt. Deswegen erinnere ich mich hier auch wirklich am wenigsten noch dran. Also an Teil 3 erinnere ich mich eigentlich am meisten dran, weil den habe ich wirklich gesuchtet damals. So, wie viele waren das noch? 21, die wir brauchen, ne? 8 Stück haben wir schon. So, wo sind denn die nächsten hier? Hier ist wieder Lebensenergie. Also hier wird es jetzt, glaube ich, ein bisschen mager. Da ist ja wieder dieser komische Verkaufsautomat. Na, jetzt wird es schon wieder langsam schwer hier mit dem Finden von Sachen, ne? Mit Kristallen. Da ist einer noch. Da sind noch Kristalle. Ganz schön viele Kristalle.
11 Stück. 10 Stück fehlen uns noch. Boah, wo sollen wir die denn finden noch, ey? Da muss doch irgendwo noch ein Gebiet sein, wo wir noch gefühlt noch gar nicht waren. Da hinten sind noch welche. Ja, 2 Stück sogar. Sind noch welche. So, 6 Stück noch. Haben wir alle. Wo könnten die sein? Ich kann mir gut vorstellen, dass da hinten noch welche sind. Irgendwo. Nee, sieht aber nicht so aus. Jetzt wird's echt schwer. Vor allem, wenn wir die Sturmstiefel jetzt hätten, dann wird's auch bedeutend schneller gehen alles, ne? Einmal doppelt R1 drücken. Normalerweise sieht man die auch schon vom Weiten, aber irgendwie ist hier gar nichts gefühlt. Meine Güte, hör doch auf, jetzt hoch zu springen. Heftig, hier ist einfach gefühlt nichts mehr, ne? Ne. Ah. Aber trotzdem fehlen uns noch zu viele. Aha, da ist noch einer. Da ist noch einer. So, komm. Jetzt sind nicht mehr viele.
Also, es kann eigentlich nicht weit sein. Schlimme ist, in Teil 3 gibt es die Scheiße auch nochmal dann in der Kanalisation und das Problem ist, das ist nicht weitläufig. Das heißt, es sind 5 Millionen Gänge, die alle gleich aussehen. Das wird dann witzig. Ja, wo sind denn die letzten 3 Kristalle? Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwo noch ein Ort ist, wo 2 Riesenviecher dabei sind und ein Kristall. Irgendwo, aber wo? Das ist die Frage. Hier ist halt gefühlt nichts mehr, ne? Vielleicht ganz da oben links in der Ecke nochmal? Ich kann ja den Rand nochmal absuchen. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass hier noch was ist. Das wird echt scheiße, ne. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir sogar alle schon hätten und das einfach nur irgendwie falsch angezeigt wird oder so. Aha. Okay, da haben wir schon mal 2 Stück auf jeden Fall. So, einer fehlt noch. Da ist er. Aha. Zielpunkt. Glückwunsch, du hast neue Gegenstände. Was? Ja, das hat mich jetzt auch voll gesehen. Neue Gegenstände, was? Beats? Nee. Zielpunkte? Keine Ahnung. Also hier habe ich jedenfalls nichts, irgendwie neue Gegenstände, aber ich habe das jetzt nicht genau gelesen, weil es so schnell war. Alter, wie weit wir einfach zurück müssen, ne? Können wir uns nicht theoretisch umbringen? Dann sind wir doch schneller da. Ja. So, einmal bitte. Wir können uns immer noch nicht den Rausschmeißer leisten, Alter. 4000 Bolts fehlen uns noch. Perfekt.
So. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut an der Stelle oder machen wir im nächsten Part weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Ratchet & Clank. Haut da rein.